Gerade auch mit ein paar Uerdinger gesprochen, die haben es auch schon gesagt, dass es hoch verdient war, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich glaube, so viele Torchancen hatten wir schon lange nicht mehr. Da hat man sich richtig gut gefühlt auf dem Platz. Schade, dass wir sie nicht machen, weil das kann dann wirklich 3-4-0 ausgehen in der ersten Halbzeit. Aber dann sieht man, wie es in der Regionalliga nun mal ist. Man passt einen Moment nicht auf und schon steht es 1-1. Dann haben die Uerdinger sogar noch die Chance zum 2-1. Das ist vielleicht irgendwo deswegen nicht gefallen, weil wir im Moment einfach auch das Quäntchen Glück haben und wirklich auch präsent auf dem Platz sind. Und ich glaube, zweite Halbzeit hat man dann gesehen, dass es eindeutig war. Ein Wort vielleicht zu Kevin Menke, hat heute ein Debüt gefeiert und nach 2 Minuten macht er das 1-0. Wie hast du seine Leistung gesehen? Freut mich ungemein für ihn, weil man hat schon im Training gesehen, dass er richtig Bock hat. Ja, er kam aus der zweiten Mannschaft und hat sich super eingefügt, hat im Training super trainiert. Also wenn ich Trainer gewesen wäre, hätte ich ihn auch aufgestellt, ganz ehrlich gesagt. Und er hat sich eigentlich letztendlich nur dafür belohnt, wie er letztendlich die Woche trainiert hat. Besser geht nicht, kann man sagen, ne? Erstes Spiel, die ersten 2 Minuten, direkt das Tor. Guter Einstart, würde ich sagen. Kann man so sagen. Wann hast du davon erfahren, dass du spielen wirst? Kurz vor dem Anstoß. Also bei der Besprechung habe ich erfahren, dass ich spielen werde. Warst du überrascht? Ja. Okay, was hat der Trainer gesagt? Du hast dich im Training angeboten oder wie ist das abgelaufen? Ja, wir kennen schon seit 3 Jahren Trainer und ich. Der kennt meine Qualitäten. Wie gesagt, setzt die so ein wie unten. Ist natürlich auch gemacht. Hat sich bezahlt gemacht, ne? Reviersport. Ehrlich, echt.